Herzlich willkommen bei Habbo TV. Das haben wir heute für dich. Und zwar, wir wurden angeschrieben bei unserer ersten persönlichen Nachricht hier auf YouTube. Diese Nachricht kommt von der Schokocat Lady und sie schreibt: Also erstmal wollte ich dir ein großes Lob für deine Videos verpassen. Als erstes habe ich die letzten Videos gesehen. Ich war begeistert. Aber ich finde das erste Video animiert dazu, Geld für eine virtuelle Welt auszugeben. Und meines Ertrachtens nach finde ich das ziemlich scheiße. Wieso sollte man Geld für virtuelle Gegenstände oder anderes, Habbo-Club etc. ausgeben? Ich finde, dass Leute, die Habbo-Rooms voll Geldbarren haben, einfach nur jämmerlich und bemitleidenswert. Ich hoffe, du teilst meine Meinung und würdest darüber vielleicht auch ein Video ins Netz stellen. Mit lieben Grüßen, Schokocat Lady. Ja, danke Schokocat Lady erstmal für deine Nachricht. Ich find's richtig klasse, dass du dich dafür einsetzt, beziehungsweise uns auch mal was schreibst. Auf jeden Fall, ich find's auch ganz schön bekloppt, dass manche Habbos tausende von Geldbarren, okay, ich übertreib's nicht, hunderte von Geldbarren in ihren Raum haben und dazu einfach nur angeben wollen, dass die irgendwie reich sind, zu viel Taler haben, zu viel Geld zu Hause liegen haben. Ich weiß auch nicht wieso. Aber was spricht bitte dagegen, Habbo Club beizutreten? Ich weiß, es sind nur, Anziehsachen, Vorteile, hier Style-Vorteile sozusagen. Und ich weiß nicht, als Normalo kann man auch Spaß im Habbo-Hotel haben. Ich bin zwar selbst Habbo-Club-Mitglied, aber ich weiß auch nicht, Vorteile direkt hat das auch nicht. Aber Geld für virtuelle Gegenstände, ich weiß nicht. Wenn man Spaß dran hat und oder so. Aber wenn man das sich jetzt genau überlegt, du hast eigentlich recht. Wieso sollte man Geld für virtuelle Gegenstände ausgeben? Man kann das Geld sparen für hinterher fürs Auto oder so, aber für virtuelle Gegenstände. Die Mail ist interessant. Liebe Zuschauer von Habbo TV on Tour, schreibt doch eure Meinung bitte zu dieser Mail bzw. zu diesem Thema unten in die Kommentare. Würde mich mal ganz gut interessieren. Die besten Kommentare und Meinungen werden im nächsten Video natürlich gezeigt. Viel Spaß auf den weiteren Videos oder mit den weiteren Videos hier bei Habbo TV on Tour. Wünscht euch euer Chris Boy. Tschüss, adios, bis zum nächsten Mal.